So, hallo zurück hier zu Tomb Raider Remastered, erster Teil. Ich habe jetzt nochmal hier hingespielt. Ich weiß nicht, warum da unten diese Klappen nicht offen sind, aber ich glaube, das hatten wir schon mal, dass wir da durchrutschen konnten. Das ist irgendwie ein Bug, keine Ahnung. Das hatten wir, glaube ich, damals im Originalteil, als wir den gespielt haben, auch. Ich habe jetzt den Schlüssel, ich habe alles eingesammelt, das Geheimnis, ich bin gerade sogar nochmal. Also ich habe ja offscreen jetzt nochmal hierher gespielt. Ich bin tatsächlich bei der Partie, wo wir hier oben auf diesem Platt. Na, komm. Da oben auf den Plattformen rumspringen mussten, um zu dem Hebel zu kommen, der den Sand umfüllt, bin ich tatsächlich nochmal gestürzt nach unten und gestorben und hatte natürlich nicht gespeichert, nachdem ich das Geheimnis geholt habe. Das heißt, ich habe diesen ganzen Krempel im Endeffekt jetzt irgendwie noch zwei oder dreimal gemacht. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Ein Fundstück haben wir nicht gefunden. Bei dem Geheimnis war übrigens noch Munition für die Magnums. Ich hatte die während der Aufnahme nicht gesehen. Als ich jetzt gerade noch mal nachgespielt habe, habe ich es dann aber gesehen und auch entsprechend eingesammelt. Trotzdem haben wir ein Fundstück nicht erhalten. Ja, ist halt so, ne? So, wir sind im Level der Obelisk von Camun. Drei Geheimnisse, 38 Fundstücke, okay. Ich glaube, jetzt geht es halt darum, dass wir wirklich die Sachen einsammeln, die eben dann in diesen Obelisken da eingesetzt werden müssen, in diese Säule. Ja, schauen wir einfach mal, was das genau für uns bedeutet. Okay, hier unten ist mal gar nichts. Da ist zu. Wahrscheinlich war da mal ein Eingang oder ein Ausgang, je nachdem. Und ist jetzt aber aus privaten Gründen wahrscheinlich geschlossen worden. Oder die ganze Bude ist einfach zusammengebrochen. Ach, jetzt weiß ich auch. Das ist jetzt hier dies mit diesen verschiedenen Brücken, ne, wo wir den Zugang zu diesen verschiedenen Brücken, sage ich jetzt mal, freimachen müssen, um die vier Embleme da zu holen, ne? Kann das sein? Nein. Hä? Fehlt mir ein Schlüssel? Ach so. Ihr habt ja wahrscheinlich gesehen, was ich hier fabriziert habe. Ich habe einfach erstmal alle Eingänge freigeräumt, weil meiner Erinnerung nach wir teilweise nur Gänge haben, in denen Sachen liegen und auch Gegner sich aufhalten. Und teilweise sind da halt Gänge dabei, wo wir dann am Ende des Tages weiterkommen. Ich guck mal eben hier rein. Ja. Genau, das war mir irgendwie klar, dass wir hier Gegner haben. Deswegen hatte ich dann auch meistens immer schon mal die Waffe gezogen. Aber
Wenn das Tomb Raider-Theme spielt, dann lasse ich ja immer ganz gerne die Musik einfach durchlaufen, ohne dazwischen zu quatschen. Und ja, deswegen habe ich jetzt auch nichts gesagt. Aber ihr habt es ja gesehen und ich denke mal, ihr konntet euch auch denken, was ich da vorhabe. Autsch. So, ist hier noch irgendwie was? Nee, hier ist wirklich nur der Dings gewesen. Also hier haben wir gar nichts von dem Gang. Da oben, da ist eine Tür offensichtlich. Deswegen habe ich den Stein da einfach mal hingeschoben. Keine Ahnung, wie oder wann sich die Tür öffnet. Aber ich denke mal, es wird die Gelegenheit kommen. Oh. Auch an diesen Raum kann ich mich gerade nicht erinnern. Das heißt auch, also ich kann mich an diesen Raum hier nicht erinnern. Ein Hebel, den drücken wir auch gleich. Wir gucken uns aber erst nochmal um. Aber hier ist nichts Interessantes. Wo geht's denn hier oben hin? Ach, Medipack. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Ich gehe gleich nochmal nach unten, keine Sorge. Ich will nur erstmal mich hier umgucken. Erstaunlicherweise kann ich mich an diesen Raum hier überhaupt nicht erinnern. Ich denke mal, mit dem Hebel öffnen wir dort diese Tür. Aber gut, man kann halt auch sich nicht alles merken, ne? Gerade wenn man Dinge auch zum ersten Mal sieht. Es ist ja wie mit Filmen, dass man sich Filme ja häufig öfter mal anguckt und immer wieder neue Dinge entdeckt. Neue Szenen oder Sachen, die gesagt werden, die man irgendwie vorher gar nichts mitbekommen hat. Und so geht's halt dann mir halt hier bei diesem Teil von Tomb Raider. Weil ich den ja nun wirklich erst einmal selbst gespielt habe. Und Anniversary zähle ich mal nicht dazu, weil klar, die Level sind schon sehr ähnlich gemacht, aber es ist halt einfach doch alles in dem Sinne, sage ich mal, komplett neu. Daher werte ich das jetzt mal nicht. So, wie vermutet, hat sich da drüben die Tür geöffnet. Ich speichere nochmal, bevor hier gleich ein Unglück passiert. Ich frage mich, wofür dieser ganze Aufwand hier jetzt erforderlich war, ob das jetzt wirklich nur darum ging, dass wir hier Sachen eingesammelt haben. Ach, da ist auch noch was, okay. Ja, ich glaube, das war wirklich nur für das Zeug, ne? So wie es aussieht. Hä? Ach so, ja, wir können natürlich auch wieder zurück. Leider kein Geheimnis. Ach so, ah ja, alles klar. So kann man es natürlich auch machen. Sehr cool. Aber hier vorne war jetzt dann nichts weiter, ne? Also es war jetzt wirklich nur hier diese Tür, die wir dann irgendwann mal öffnen können. Aber da drüben? Na gut. Schauen wir erstmal weiter. Hier ist auf jeden Fall Wasser. Und Wasser ist ja auch das Element, das uns, glaube ich, dann zu diesem Bereich bringt, wo wir dann die vier oder die verschiedenen Brücken da öffnen müssen. Genau. Ich gucke mich erstmal hier unter Wasser um. Ach Gottchen, ja. Oh, natürlich. Das hätte man sich ja denken können. Warte mal, dann machen wir das doch erst im anders. Dann wollen wir erstmal Herrn Krokodil oder Frau Krokodil mal kurz in ihr. Dass die da manchmal so rumspacken müssen. Okay, er ist tot. So, jetzt aber. Erstmal hier umschauen. Etage für Etage. Okay, schwimmen wir einfach mal darum. Blub, blub.
weil man kann ja schon mal so ein bisschen luren in die Löcher da, wo man halt noch nicht so oder auf dessen Höhe man gerade nicht schwimmend unterwegs ist. Oder tauchend, besser gesagt. So, hier war das Medipack, genau. Okay, ich sollte vielleicht erstmal in die Oberfläche. Ich meine, sie kann sehr, sehr lange ihre Luft anhalten, aber eben halt auch doch nicht unendlich. Daher, man muss es ja nun auch nicht. Ach, da ist ein Schlüssel, wie schön. Man muss es ja nun nicht komplett herausfordern. So, okay, Schlüssel haben wir. Haben wir hier noch irgendwelche Sachen? Ich bin, glaube ich, gerade ein bisschen umständlich unterwegs. Es tut mir auch sehr leid. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nichts übersehe. So, da kamen wir her. Dann gehen wir doch erstmal hier an Land. Ich weiß nämlich fälschlicherweise davon ausgegangen, dass dies schon der Raum ist, in dem wir diesen Bereich haben mit den Säulen, wo wir dann eben die unterschiedlichen Sachen einsammeln müssen. Aber das ist er ja gar nicht. Das ist hier einfach nur so ein Wasserbereich, an dem wir halt dann am Ende des Tages diesen Schlüssel bekommen. Können wir zu dieser Dings dahin? Ja. Aber man kann damit leider nichts machen, ne? Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Ich habe gerade keine Ahnung, wo der Ausgang war. Ach, hier innen ist ja auch noch. Ah ne, das haben wir alles nachgeguckt. Ja. Ach, okay. Das ging ja flott. Okay, aber wie kommen wir zu der. Oder wie öffnen wir die Tür da oben? Aua. Ich hoffe, dass die sich noch öffnet. Ich gucke gerade noch mal schnell hier die Gänge durch. Also diese beiden hier vor allen Dingen. Ob hier nicht wirklich noch irgendwie vielleicht ein Hebel oder irgendwas ist. Aua, das wollte ich nicht. Sorry. Okay, hier nochmal. Nee. Na gut, wir hoffen einfach mal, dass da sich die Tür noch öffnet. Wir können ja wahrscheinlich. Also ich speichere mal hier. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die Tür, die wir jetzt mit dem Schlüssel öffnen, dass die sich nicht wieder schließen wird, also dass die geöffnet bleibt. Das heißt, dass wir auf jeden Fall hier wieder zurück können, falls wir dann irgendwann mal diese Tür da oben geöffnet bekommen. Okay, ich habe nichts gesagt. Warum sollte sich auch diese Tür. Ach so. Okay, die haben sich jetzt beide geöffnet. Was. Boah, das ist auch noch so ein Explodierer. Ach so, ja. Okay, also das ist kein Geheimnis. Ganz offensichtlich, sondern das ist ein Zugang zu einem der zu den Plattformen hier. Beziehungsweise zu. Okay, hier ist ein Hebel. Ach, warte mal, war nicht irgendwo ein Geheimnis, dass man da oben irgendwo drauf springen konnte? Fällt mir gerade mal so ein. Okay, den ersten habe ich schon direkt gemacht, den ersten Zugang. Ich will mal eben speichern. Ich glaube nicht, dass es dieser hier ist, aber ich weiß oder ich meine mich zu erinnern, dass wir. Ja, nee, der war es nicht.
dass irgendwo ein Geheimnis war, wo man da irgendwie so hochspringen musste an so eine Stelle. Oh, das ist das sogar der hier direkt gewesen? Nee, ne? Doch. Ach, schön. Ja, die Tür da oben, die oder da unten im Wasser, die öffnet sich halt erst, wenn wir alles vier eingesammelt haben, logischerweise. Okay, cool. Das heißt, dann hat sich dann die Tür hier ja in dem Sinne erledigt. Also hier ist so dann auch nichts mehr. Oder im Falle, falls noch irgendwie was sein sollte, dann wissen wir, dass hier noch dieser Bereich ist, wo man vielleicht noch mal hinkommt. Gut, dann sind wir jetzt aber hier in dem Hauptteil, so nenne ich es einfach mal. Also da, wo eben der ganze Bums hier stattfindet. Gucken wir uns erstmal hier drum um. Okay, ist nachher die Tür, in die wir oder durch die wir dann müssen, um in den Bereich zu kommen, wo ja dann die Embleme da eingesetzt werden müssen. Und es scheint, dass wir jetzt auch erstmal nirgends anders hin können als hier, wo ich gerade bin, auch wenn man hier gerade nichts sieht. Ich speichere doch mal. Und let's go. Ich glaube, ich sollte mir angewöhnen, hier grundsätzlich immer eine Waffe zu tragen. Also die Gegnerdichte nimmt definitiv zu. Das kann man mal so festhalten. Da oben. Oh, aua, das war nicht so schlau. Ach so, war das nicht, hatte ich das nicht damals auch probiert? Aber da kommen wir doch auch anders irgendwie hin, oder? Ja. Okay. Ich frage mich gerade, ob da hinten. Nee, das ist, glaube ich, kein. Also es hat keinen Sinn und keinen Zweck, dass wir da hin können in dem Sinne. Jump, jump. Okay, wir können hier ganz nach oben, wir können aber auch da hinten rüber. Und ich glaube, wir müssen hier im Prinzip alles einfach mal abgrasen. Ja. Okay, ich habe erst gedacht, man rutscht hier runter, aber nee, man fällt hier runter. Oh. Ich glaube, die sollte ich lieber mit den Waffen hier töten. Zwei auf einmal ist halt echt richtig fies, ne? Ich frag mich nur, warum ich hier so unbehelligt rumlaufen kann. Okay, irgendwas fehlt noch. Irgendwas muss hier noch aktiviert werden, scheinbar. Ich habe gerade noch mal Glück gehabt, ehrlich gesagt. Warte mal, ich muss die andere Seite nehmen. Also muss nicht, aber ist vielleicht sinnvoller. Irgendwas fehlt hier noch. Irgendwas muss hier noch gemacht werden, weil die beiden Kollegen noch nicht aktiv sind. Ich frage mich nur, was. Wobei da oben, da ist auch noch ein Weg. Also man rutscht hier wahrscheinlich. Das ist, so wie es aussieht, ist es hier ein Rückweg.
Das heißt, wir kommen hier erst noch her. Aber es ist vielleicht ganz gut zu wissen, vielleicht kann ich die beiden einfach ignorieren, wenn wir dann hier landen, dass ich einfach nur schnell versuche, hier rauszukommen. Wäre ja theoretisch einfach mal dann ein Versuch wert, wenn es dann soweit ist. Okay, das heißt, wir müssen jetzt doch erstmal hier weiter nach oben. Was auch völlig fein ist. Ja, wir gehen erstmal darüber, würde ich sagen. Holen uns das Medipack. Nein, was tue ich denn? Sterben. Oh Mann, wo habe ich gespeichert? Ach, toll. Naja. Achso, hier war noch, ne? Das war nicht so schlau. Ach ja, war hier oben jetzt eigentlich was? Nee, ne? Da lag, glaube ich, nichts. Ich guck noch mal eben. Nee, da war nichts. Also irgendwie ist mein Speicherverhalten hier in diesem Teil sehr, sehr seltsam. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen dran optimieren. Ich meine, sonst habe ich wirklich nach jeder kleinen Popel-Geschichte habe ich dann irgendwie gespeichert. Und jetzt ist es mir eigentlich schon ein paar Mal zum Verhängnis geworden, dass ich dann halt irgendwie Teile wieder nachspielen musste, die ja einfach unnötig viel Zeit auch in Anspruch teilweise nehmen. Ich speichere jetzt hier. Keine Ahnung, was da jetzt eigentlich passiert ist, dass ich hier eben gerade so tödlich verunglückt bin. So, Medipack haben wir. Hier ist nichts. Und ich glaube, den Weg können wir im Endeffekt auch von hier aus weiter fortsetzen. Die Basis ist sehr stabil. Okay, da hinten geht's weiter. Ist das jetzt bewusst so gemacht, dass wir hier nicht komplett Anlauf nehmen können? Also theoretisch. Wir können es natürlich trotzdem. Ach so, genau, eine Sache wollte ich noch mal eben machen. Das ist mir jetzt die Tage beim Bearbeiten mal eingefallen. So. Ach, schade. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Hoffnung, dass das ein Achievement ist, dass man diese Form des Hochziehens macht. Aber leider nicht. Schade. Naja. Wir können es nicht ändern. Es ist ein ganz schön sprunghaftes oder ein sprunglastiges Level. Ach, ich weiß. Ich weiß, wo wir sind. Jetzt gerade erinnere ich mich. Und ich glaube, hier war auch ein Geheimnis. Da oben die Säule ist, glaube ich, ein Geheimnis. Oh, upsi. Nein! Oh, hoch. Wie komme ich hier wieder hoch? Ah ja. Naja, nehmen wir halt erstmal das Midi-Pack mit. Ich meine, irgendwie muss ich ihm ja fast schon dankbar sein, dass er mich hierhin geschubst hat. Ach, hier ist ja noch mehr. Boah, die sind aber echt ganz schön fies. Aber gut, das muss ich euch nicht erzählen. Ich glaube, das habt ihr selber auch schon gemerkt. Dass die Kollegen nicht unbedingt die. Halt. Ist er tot? Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Ach hier, okay. Wie hat er jetzt so drei Schüsse ausgehalten? Nee. Boah, diese explodieren immer, ne? Das ist so bescheuert. Okay, warte mal, lass uns mal speichern. Ich hoffe, dass wir von da aus dann auch wieder zurückkommen von der kleinen Säule da unten. Also klein, in Anführungsstrichen.
Ich meine, dass das ein Geheimnis ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Doch. Oh. Cool. Schön. Achso, Zeit 25, 09 oder so ungefähr. Boah, ich habe so viele Folgen jetzt gerade, die ich irgendwie alle noch hochladen muss. Ich nehme die gerade alle übrigens vor meiner Nachtschicht auf. Heute am Montag, Pfingstmontag. Nein. Okay, ich würde sagen, das Geheimnis, das holen wir uns noch. Wir machen aber erstmal hier unsere Sachen, die wir hier machen müssen. Genau. Und gucken auch gerade noch mal da oben, was hier noch ist. Hier ist eine Tür. Und hier ist eine kleine Luke. Da geht's runter. Aber wo komme ich denn von der Säule überhaupt hin? Ach so, auf den. Oder dahinter dann, ne? Auf das Teil. Vielleicht. Ja, gut. Ich meine, wir brauchen das Geheimnis ja sowieso. Und hier kommen wir im Zweifel halt auch immer noch mal wieder hoch. Ich hole jetzt einfach erstmal das Geheimnis. Ich meine, wir haben jetzt den Hebel gezogen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Zugang zu einem weiteren Emblem. Oder wie auch immer sich das schimpft. Und ich weiß gerade nicht, ob wir nicht von da aus sogar, also von dem Geheimnis aus sogar, zu einem zweiten Geheimnis hinkommen. Ist jetzt im Prinzip zweimal, ich schreibe mir das einfach nochmal eben, 26, 46 war es ungefähr. Und ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, wenn wir dahinter, hinter das Teil springen, da ist glaube ich auch noch eins. Wir probieren es einfach mal. Ja! Mega! 2706. Uch, boah, jetzt habe ich mir hier meinen schönen Schreibtisch gemalt. Ist nicht gut. So, was haben wir hier? Noch mehr Muni und Zeugs. Coole Sache. Also zwei Geheimnisse direkt schon abgesnackt. So, wo hat sich das Teil geöffnet? Das ist da drüben. Ich überlege gerade, wie wir hier jetzt am sinnvollsten. Okay, hier sollte ich nicht runterstürzen. Dann würde ich sagen, gehen wir auf dieser Seite runter. So wollte ich das eigentlich nicht, aber ist egal. Hier haben wir noch einen Hebel. Tja, ich liebe das ja, wenn man nicht sieht, was der Hebel macht. Oder generell nicht angezeigt bekommt. Nein! Oh, puh. Ah, Mist. Jetzt muss ich nochmal im Laden. Ja, und ich habe natürlich wieder mal nicht gespeichert. Nachdem wir die Geheimnisse geholt haben. Moment, einen ganz kleinen Moment, wir sehen uns sofort wieder. So, jetzt bin ich nochmal hier, kurz vor dem Hebel. Ich habe diese Lücke da eben, die habe ich zu spät gesehen. Das war ziemlich dämlich. Gebe ich ja offen zu. Ich hasse es halt, dass man nicht sieht, wo sich eine Tür geöffnet hat. Ich weiß, dass wir in dem Bereich, wo wir eben waren, dass da auch noch Türen waren, die. Das ist schon fast schon wieder passiert. Das ist ja unfassbar. So, zweites Teil. Jetzt können wir gleich erstmal gucken, wie die Teile überhaupt heißen. Schön, dass Laras Schatten da durch den Stein durch. Projiziert wird. Ankkreuz, Auge des Horus. Cool. Speichern. Oh nein, ich habe auf irgendeinem anderen Speicherstand überspeichert. Ah nee, das war das vorige Level. Alles gut. Das passt schon. Alright. Ja, ich denke mal, wir müssen jetzt trotzdem wieder dahin, wo wir eben schon mal waren. Denn viel anderes dürfte sich nicht geöffnet haben. Ich vermute, das ist so unser Haupt. Bereich, in dem wir uns aufhalten. Deswegen gehe ich jetzt einfach nochmal hier ins Wasser. Und weil da waren ja noch so ein paar Wege und alles, die wir noch gar nicht gegangen sind. Zumal ja auch noch dieser kleine Raum da ist mit den Kollegen hier. Also nicht mit den beiden, sondern mit dem anderen. Das heißt, da werden wir auch irgendwie zwangsläufig nochmal hinkommen.
Ja, ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle mal Schluss. Ich werde jetzt auch erstmal eine kleine Aufnahmepause machen. Beziehungsweise vielleicht laufe ich gleich nochmal schnell offscreen nach oben und speichere dann da. Also ja, wir sehen uns dann, würde ich sagen, in der nächsten Folge einfach wieder hier bei Tomb Raider 1 Remastered. Oh, ich bin ganz schön müde. Ich muss mich gleich eh nochmal hinlegen. Genau, und ja, schauen dann, wie es hier weitergeht im Level, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Der Obelisk von Camun, genau. Ja, danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich hier beim nächsten Mal wieder. Und bleibt bis dahin gesund und munter. Bis dann und ciao.